Hi Leute, hier ist Jake und wieder verlässt ein sehr schönes Messer meine Sammlung. Ich werde hier aber noch, bevor es verschwindet, nochmal eine schöne Vorstellung machen. Es geht um dieses riesige Skinner-Messer. Man findet im Internet keine wirklichen Hinweise. Der Vorbesitzer hat mir gesagt, es wäre ein soliger Messer. In jedem Fall ist es etwas Besonderes, denn es gibt diese normalen Skinner, es gibt Buffalo Skinner und es gibt diesen, ich nenne ihn Elephant Skinner. Denn welcher Skinner-Messer hat schon eine 25 cm lange Klinge? Es heißt auch nicht wirklich Skinner, sondern wird hier als Original Bowie Knife bezeichnet. Und dazu gibt es noch eine Markierung mit Inox für rostfrei. Es hat auf jeden Fall eine große Daumenrampe, ein Edelstahl-Parierelement, dunkle Spacer, Aluminium-Abschlussknauf und einen sehr schönen Hirschhorngriff. Insgesamt ist es 38 cm und wiegt 560 Gramm, kein Leichtgewicht. Es ist vermutlich in den 70er Jahren entstanden, dazu passend dann auch diese 70er Jahresteil Leder, eben Kunstlederscheide. Nicht das hochwertigste Material, aber funktioniert. Dieses Messer ist jetzt auch nicht das allerhochwertigste, ist ein Showteil. Ich weiß nicht, wie es sich im täglichen Gebrauch, also es ist eher eine Machete als ein normales Messer, ist also wirklich ein Heavy-Teil. Deshalb auch diese Bowie-Bezeichnung. Ich nehme mal das große Widder Bowie dazu und man erkennt, da ist kein Größenunterschied. Beide Messer sind fast identisch lang. Das Widder Bowie hat auch in etwa das gleiche Gewicht. Wiegt 15 Gramm mehr, aber alles in allem, das ist fast identisch von Gewicht, Größe, Klingenlänge, Grifflänge. Beide echte Sammlerstücke, aber das Elephant Skinner verlässt meine Sammlung. Das Widder Bowie vermutlich noch nicht. Mal schauen. Irgendwann geht auch das auf die Reise. Das war also das Elephant Skinner. Die Herkunft ist nicht ganz geklärt. Vermutlich Solinger Bauart. Könnte allerdings auch irgendwo anders entstanden sein. Bis demnächst. Ciao.